Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Extra ETF. Heute, ihr habt es vielleicht schon festgestellt, in einem neuen Setting, aber mit einem altbekannten Gast. Jens Hirtner ist heute da, mein Chefredakteur, der Chefredakteur von Extra ETF und unserem neuen Extra-Magazin, was wir vor am Freitag veröffentlicht haben. Genau, ja. Wir nehmen ja heute auf, heute ist Mittwoch. Genau, am und Sonntag kommt das Video und am Freitag ist es veröffentlicht worden. Deswegen genau. Kann man da schon mal durcheinander kommen. Alles gar nicht so einfach, ist nämlich auch alles sehr, sehr aufregend. Wir haben ja, wie ihr hier seht, ein neues Studio und freut mich sehr, dass ich sozusagen ja dein Premierengast bin, auch wenn ich jetzt in-house unterwegs bin. Ja, wir haben schon eine ganze Menge rumgedoktert, dass Kameras alle entsprechend passen und jetzt schauen wir mal, wie dann das Endergebnis ausschaut. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du da bist und es hat ja jetzt schon Tradition, wir sprechen über das neue Extra-Magazin. Jens, was steht drin und um was geht's? Einiges. Also ich würde es nochmal hier in die Kamera halten. Zunächst sieht es einfach sehr, sehr gut aus. Also Modefarbe lila, aber das darum wird es ja nicht gekauft. Es soll ja gekauft werden wegen unseres Titels und wir beschäftigen uns mit einem sehr, sehr zentralen Thema. Aber bevor wir einsteigen, hätte ich nämlich noch ein kleines Rätsel oder ein kleines Trivia für dich. Und zwar, was ist die größte Angst der Deutschen? Was meinst du? Wahrscheinlich irgend so eine Krise, Krieg. Momentan vielleicht oder Altersarmut könnte ja, vielleicht sein. Ja, da bist du schon auf dem richtigen Wege, denn tatsächlich ist es so, es gibt eine Umfrage der OECD, also der Gemeinschaft für Zusammenarbeit, und da ist es so, dass im Jahr 2019 in Deutschland die größte Angst der Deutschen war Altersarmut und dass die Rente nicht reicht. Und das ist sogar noch, oder das ist auf Platz 1 und sogar noch vor Krise und körperlicher Versehrtheit, Krankheit, Behinderung. Also wirklich sehr, sehr überraschend, weil sonst sagt man ja immer so, wie du schon richtigerweise gesagt hast, Krise und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr überraschend. War 2019, kann man jetzt vielleicht auf die Idee kommen, ja gut, ist schon ein bisschen älter, aber jetzt auch eine neue YouGov-Umfrage hat halt belegt, tatsächlich so die Hälfte der Deutschen, bei den Männern ist es ein bisschen mehr als bei Frauen, haben Angst vor Altersarmut. Und jetzt ist es natürlich auch tatsächlich so, die Angst ist da, trotzdem machen die Deutschen nichts für die Altersvorsorge oder zu wenig, denn ein Drittel der Befragten sorgen gar nicht vor. Und da wollen wir natürlich ansetzen mit unserem Titel Reich in Rente, das ist die beste Strategie. Das Problem bei diesem Titel bzw. bei diesem Thema ist ja immer, es ist ultra wichtig. Aber wie du schon gesagt hast, die Leute beschäftigen sich nicht damit. Deswegen ist immer so eine Ausgabe, wenn es ums Thema Rente geht, immer eine der Ausgaben, die am schlechtesten sich verkaufen. Das kann man ja durchaus mal ansprechen. Absolut. Und wir dann uns immer sagen, Mann, das gibt's doch nicht. Die Leute müssen was tun. Man muss, und es ist ja auch gar nicht so schwer, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Und dann diskutieren wir immer, was machen wir aufs Cover drauf, damit es möglichst sexy ausschaut. Und nicht das Wort Altersvorsorge vorkommt. Ja. Absolut. Und deswegen finde ich auch, Reich in Rente, das ist die beste Strategie. Das ist doch schon mal sehr gut gelungen. Ja. Das denke ich auch. Und ja, wir wollen es natürlich auch einfach machen. Deswegen haben wir auch natürlich auch drauf geschrieben, mit ETFs und Tagesgeld. Das ist unsere Kernkompetenz. Dafür wollen wir natürlich trommeln. Passives Investieren mit ETFs, Tagesgeld. Und wir stellen natürlich auch wieder unsere Tools und digitalen Helferlein zur Verfügung. Und hier kommt dann natürlich der Vorsorgerechner dann zum Tragen. Deswegen ist dieser Titel und die Möglichkeit der Altersvorsorge und der Strategie einfach zusammengefasst in drei Schritten. Bedarf ermitteln mit dem extra ETF-Vorsorgerechner auf unserer Website, den ETF aussuchen und ein Tagesgeld aussuchen. Es ist wirklich einfach, denn wir haben ja jetzt auch einen Tagesgeldvergleich, der es wirklich einfach macht, das Richtige dann zu finden. Und wie schaut das dann konkret aus? Also wenn ich diese drei Schritte durchlaufen habe, was kommt dann da raus oder wie kann ich das machen? Ja, also wie gesagt, du schaust ja erstmal so auf der Website halt den Vorsorgerechner an. Du berechnest halt, wie viel bleibt mir im Alter noch übrig und daraufhin stimmst du alle weiteren Maßnahmen dann halt ab. Also wir haben das in der Geschichte, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber wir haben jetzt natürlich unseren extra ETF-Eckrentner genommen, wenn man so will. 33 Jahre alt, hat mit 19 Jahren etwa angefangen zu arbeiten, hat ein Monatsbruttogehalt von 5.000 Euro. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Person dann mit 67 in Rente geht, dann wird so grosso modo 2.100 Euro dann am Ende fehlen. Das ist die Versorgungslücke, die gilt es halt zu füllen. Mhm. Und dort kann man halt mit dem Vorsorgerechner dann halt auch schauen,
nachdem ich den Bedarf ermittelt habe, was muss ich anlegen, was muss ich tun, um diese Lücke zu füllen. Es gibt mehrere Parameter, es ist aber wirklich einfach. Und das Wichtigste ist dann erstmal, klar, die Lücke zu füllen, aber halt auch zu schauen, schaffe ich es, genügend Rentendauer halt abzudecken. Also man sagt so etwa 20 Jahre sollten dann schon drin sein. Also wenn man in Rente geht, sozusagen wie lang? Ja, genau. Ist natürlich ein Thema. Wie lange reicht das Geld sozusagen? Ja, richtig. Ja. Niemand beschäftigt sich gerne mit der eigenen Sterblichkeit. Ja. Aber da muss man dann natürlich auch ehrlich sein, 20 Jahre ist schon ein guter Maßstab. Dann wäre die Person dann, ja, 87, 88. In unserer Rechnung haben wir es dann halt geschafft, 21 Jahre abzudecken nach Renteneintritt. Und das Ganze dann halt mit einer Sparrate von 350 Euro pro Monat in der Ansparphase, damit 67 in Rente. Und dann entwickelt man diesen Auszahlplan. Alles, was ich angespart habe, nehme ich halt raus, packe es in einen Auszahlplan. Das ist hier das Tagesgeld, ne, denn ich möchte ja im Alter nicht dieses Börsenauf und Ab vielleicht mitmachen. Und dort haben wir dann die Annahme getroffen, jetzt sind die Zinsen noch hoch, aber 2%, das wäre möglich. Und so kann ich dann halt diese Rentenlücke dann abdecken für die angesprochenen 21 Jahre. Was ich so spannend finde bei den ganzen Ausführungen jetzt, wir haben eigentlich, wenn man jetzt mal das Tagesgeld als Produkt ausklammert, haben wir überhaupt noch gar nicht über irgendwelche Produkte, also gar nicht, wie konkret, mit was für einem Tool, mit welchem ETF oder so mache ich das. Mhm. Und aber viele Aussagen, die du getroffen hast, so nebenbei in einem Satz, 350 Euro Sparrate, ich muss planen bis zum, was weiß ich, 86. Lebensjahr. Diese Angaben sind, glaube ich, die entscheidenden. Man muss einfach mal für sich einen groben Lebensplan mal kalkulieren. Ja. Okay, ich bin heute so alt, ich will da in Rente, ich habe heute das Einkommen, ich brauche wahrscheinlich das. Und mit diesen ganzen Parametern, die dann da rauskommen, kann man schon so viele gute Entscheidungen für die Zukunft treffen. Und ob man es damit ETF A oder B macht oder mit Tagesgeld oder mit einer Anleihe oder mit Bitcoin, ja, keine Ahnung, da gibt es ja unterschiedliche Varianten, wie nach Gusto. Das kann ja jeder dann für sich selbst entscheiden. Ja. Ja. Aber wir haben halt jetzt den einen Weg, der super simpel ist, weil wir halt glauben, Geldanlage muss nicht kompliziert sein. Man kann es sehr simpel machen und kommt dann trotzdem zu einem optimalen oder vielleicht sagen wir mal zu einem guten Ergebnis, nicht zu einem besten. Da stellt sich dann aber auch immer die Frage, was ist das Beste und hat man wirklich die Chance, das Beste sozusagen überhaupt zu finden, weil das kann ich ja immer nur rückwirkend eigentlich. Ja, also wir wollen natürlich mit unserer besten Strategie schon möglichst nah daran kommen. Ja, das ist unser Ideal. Und für den ETF haben wir uns natürlich für einen Welt-ETF entschieden, soll natürlich breit aufgestellt sein. Wir haben auch natürlich dann für die Renditeannahme wir sind von den 7% ausgegangen, die MSCI World jetzt geschafft hat, kann man jetzt natürlich überlegen, brauche ich einen MSCI World, möchte ich den haben, möchte ich vielleicht lieber einen anderen Welt-ETF haben. Auch da kann man natürlich bei uns bei der ETF-Suche dann halt fündig werden. Aber das liegt diesen ganzen Annahmen zugrunde und da haben wir uns im Heft auf jeden Fall dann nicht in epischer Breite, aber doch sehr tief ausgelassen. Das ist ja auch insgesamt jetzt wieder ein aktuelles Thema. Du hast mir vorhin noch gesagt, heute hat die Bundesregierung irgendwas beschlossen. Vielleicht kannst du das auch noch kurz kommentieren. Ja, genau. Also wie gesagt, heute ist ja Mittwoch. Wenn ihr jetzt seht, ne, dann sind wir schon ein bisschen fortgeschritten. Aber heute ist das Rentenpaket 2 beschlossen worden. Bringt sehr große Veränderungen mit sich. Ich müsste noch einmal kurz schauen. Und zwar wird sich, das haben wir auch alles nochmal im Text mit drin, der Beitragssatz, der von den Beitragszahlern in den Rententopf halt erbracht wird, ist gestiegen oder wird steigen von 18,6% derzeit dann bis ins Jahr 2035 auf 22,3%. Also es wird eine höhere Belastung halt auf die Menschen zukommen. Wer sind diese Menschen? Das sind natürlich junge Menschen, jetzt im Alter von, ich sag mal, 20 bis 40 Jahren. Die müssen das ja stemmen. Und von denen hört man allerdings nichts. Also ich bin jetzt noch niemandem begegnet, der jetzt gegen das Rentenpaket halt protestiert hätte. Wenn man jetzt mal schaut, von den Wahlberechtigten ist das natürlich nur ein Drittel, von Deutschlands Gesamtbevölkerung ein Viertel. Wer macht Politik für diese Menschen? Wenige. Natürlich sind es dann natürlich die älteren Menschen. Und deswegen trifft das die Jüngeren in besonderem Maße. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn wir uns diese Rente und dieses System halt weiter leisten wollen, auch in der Form, kommen jetzt noch weitere Ausgaben hinzu. Und zwar sind das 30 Milliarden Euro für die Beitragszahler. Und von staatlicher Seite ist es ja so, dass die Rente ja schon mit 110 Milliarden Euro bezuschusst wird. Und da wird es dann auch nochmal jährlich 7
bis 8 Milliarden dann nochmal hinzukommen. Also ich würde sagen, es ist Fass ohne Boden. Ja, 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 ja. Und die Frage ist, wie lange hält sozusagen die Regierung sozusagen den Druck aus der Bürger, bis sie es irgendwann mal merken, dass eigentlich das so nicht mehr funktioniert, das System. Und umso wichtiger ist es jetzt, wenn man doch die Möglichkeit hat, also gerade ihr jungen Menschen, die ihr jetzt zuhört, jetzt unbedingt was tun, aber das macht ihr wahrscheinlich, weil ihr informiert euch über Geldanlage auf YouTube, umso wichtiger jetzt was zu tun, weil jetzt kann man es dann noch selbstständig steuern. Wenn man irgendwann mal bei 50, 55 ist oder schon noch näher an der Rente ist, wird es dann schwierig. Gut, da hat man dann vielleicht noch die Vorteile von dem aktuellen System, aber es ist auf jeden Fall wichtig, was zu tun. Ja. Ja, absolut. Und ja, wir haben jetzt diese Entwicklung halt rund um die Rente und das Rentensystem nochmal beleuchtet, und der Staat geht ja schon in eine anzustrebende Richtung. Wir wollen vom Umlagefinanzierten, also ne, dieses junge Generation finanziert alte Menschen, hin zu einem kapitalgedeckten Verfahren und aktienorientierter. Und wir hatten ja auch schon bei uns auf dem Kanal den Florian Tonka, der ja in der Fokusgruppe Altersvorsorge mit drin war. Wir haben mit Robert, oder du hast mit Robert Halber gesprochen, was davon zu halten ist, vom Generationenkapital, also von diesem Sondervermögen, will ich es jetzt mal nennen, was dann halt eben die Rentenkasse entlasten soll und dann ja von der Frau Mikus von Kenfo dann ja mit angelegt wird. Auch hier haben wir dann ja wiederum schon gesprochen mit der, mit der Chefin. Wobei, da muss man mal gucken, bei dem Kenfo, da gab es nämlich so Missverständnisse. Die aktuelle Anlagestrategie des Kenfos ist komplett anders als die Anlagestrategie, die dann für die Rente, wenn die das absolut verrückt, absolut ist, andere Renditeanforderungen. Ja, genau, weil der Kenfo, das aktuelle Vermögen, was beim Kenfo ist, ist dafür angelegt, sozusagen es über einen bestimmten Zeitraum komplett auszugeben für diese Entsorgungskosten, die bereitgestellt werden müssen. Wenn man jetzt Geld für die Altersvorsorge anlegt, da geht es ja dann darum, das Geld möglichst zu erhalten, regelmäßig die Verpflichtungen daraus zu bedienen. Also ist eine andere Herangehensweise. Ja. Und ich kann mich erinnern, nämlich als ich mit, glaube ich, dem Robert Halber das Video hatte, waren so ein paar Kommentare unter dem Video. Kenfo, so ein Quatsch, warum gibt man das dann dem Fonds? Die haben ja eine ganz schlechte Anlagestrategie. Und das ist, glaube ich, einfach missverstanden worden, weil die ja jetzt aktuell einen ganz anderen Auftrag haben, als sie dann später haben. Ja, absolut. Ne? Die allseits nicht so befriedigende Antwort. Es kommt drauf an, sind die Anforderungen sind andere. Ja, genau. Und ja. Was haben wir denn noch? Also Altersvorsorge, klar, ist ein super wichtiges Thema. Was sind denn noch für Themen im Heft, die wir mal thematisieren können? Wir haben ja so viel schon vorbereitet hier, aber fällt dir ein Thema ein? Ja, was ich immer sehr, sehr gerne mag, ist einfach der Aktiensparplantest. Den haben wir jetzt auch wieder im Heft drin. 16 Anbieter haben wir im Vergleich, und ich mag diesen Test so gerne. Ich weiß nicht, da kannst du mir auch mal deine Erfahrungen dazu erzählen, weil als es möglich war, das ist ja jetzt noch nicht allzu lange her, Aktien einzeln zu besparen, war ich dann total hyped und dachte mir, ja endlich, weil jetzt kann ich mir dann halt dann doch mit relativ geringem Kapitaleinsatz dann ja tolle Aktien dann ins Depot holen, die ja erstmal vom Kurswert sehr, sehr teuer sind. Und das fand ich schon mal sehr, sehr klasse, und wir haben hier 16 Anbieter im großen Vergleich. Ich nehme jetzt, glaube ich, nicht allzu viel weg, wenn ich sage, die großen Favoriten haben sich dann am Ende durchgesetzt. Aber es ist halt gut, dass wir sie haben. Aber ja, deine Erfahrung mit Aktien einzeln besparen? Ja, ich habe ja, weil du es gerade ansprichst, ich habe ja kürzlich mal auch ein Video gemacht zum Thema Mein Depot bei Trade Republic. Und da möchte ich jetzt ein Aktiendepot aufbauen, konträr zu meinem ETF-Portfolio. Ja, das ist natürlich, aber habe ich auch schon gesagt, das ist mein Kernportfolio und das ist eher so ein Spaßportfolio, wo ich aber monatlich was einzahle. Und dann, ich glaube jetzt momentan sind es 10 oder 11 Einzelaktien, die ich jeweils 25 Euro oder so bespare. Und das schauen wir mal. Ja, also ich werde das demnächst auch mal hier auf dem Kanal mal wieder veröffentlichen. Ich finde das Produkt Aktiensparplan gut, vom Grundsatz her, weil es nämlich Möglichkeit gibt, auch mit kleinem Geld, wie du schon gesagt hast, ich sage jetzt mal, sich so ein bisschen sein Lieblingsunternehmensstrauß zusammen zu sparen. Ja, ganz genau. Es ist natürlich auch echt aufwendig. Und es verleitet natürlich auch dazu, oder ich sag's mal anders, das Risiko der Diversifikation schalte ich damit echt nur aus, wenn ich richtig viele Aktien mache. Und sobald ich halt mal, ich meine, ich merke das jetzt bei den 10, 12 Aktien, die ich da habe, ist klar, du guckst natürlich
irgendwie jeden Tag rein, verfolgst dann auch die Unternehmen. Mhm. Und das ist für echt aufwendig. Also es sind ja nur 12. Und jetzt überleg mal, du baust das noch ein bisschen breiter auf 80, vielleicht 90 Aktien, was alles kein großes Problem wäre, wenn du halt dann auch nur 10 Euro oder sowas oder 5 Euro im Monat ansparst. Aber das ist halt alles echt aufwendig. Also da bin ich wirklich der Fan von dem ETF. Es ist einfach viel einfacher, mit einem ETF das zu machen. Und ich persönlich will mich halt auch nicht über jede einzelne Unternehmensstory irgendwie mit dem auseinandersetzen. Und dann auch nicht, wenn irgendwas ist, auch eine Entscheidung treffen. Weil es passiert natürlich immer irgendwo bei irgendeinem Unternehmen irgendwas. Mal eine Zahl, dann springt der Kurs, dann fällt der Kurs nach unten, je nachdem. Und da muss man immer irgendwelche Entscheidungen treffen. Und wenn ich mir im Gegensatz mein ETF-Portfolio anschaue, das juckt mich gar nicht, was da eigentlich innen drin passiert, weil ich weiß, okay, ich bin globale Aktien und ich bin immer irgendwo dabei, aber ich muss mich damit nicht beschäftigen. Also das ist so das Thema. Ich finde es super. Ich weiß, dass viele junge Leute das gerne machen. Finde ich in Ordnung. Aber die kurze Erfahrung, die ich jetzt damit gemacht habe, wie gesagt, sollte ein Feldtest für mich sein, zeigt mir schon, das ist mir viel zu aufwendig. Ja, okay. Ja, vielleicht ist es eine Möglichkeit, sich an den Kapitalmarkt halt heranzutasten, ne, wie du schon sagst, für junge Leute. Oder jetzt einfach mal die Herzensaktie dann ja regelmäßig zu besparen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was ich sehr, sehr interessant finde und fand, bei unserem Test, wir haben ja drei Kategorien, also wir gucken uns dann ja natürlich immer den Preis an, also wie bepreisen die Anbieter ihr Angebot, wie groß ist dann, also das ist der zweite Punkt, wie groß ist dieses Angebot und welche Möglichkeiten, welche Titel gibt es da, und dann gibt es noch den Bereich Service, der zwar nicht zu so einem großen Anteil in die Gesamtnote einfließt, nur zu 20%, die anderen beiden sind, da sind es 40%, und da war ein Unterpunkt Bruchstückhandel. Mhm. Und das finde ich total abgefahren, weil ich mehr oder minder, das klingt jetzt merkwürdig, mit Bruchstückhandel aufgewachsen bin und kann mir gar nicht vorstellen, dass es das überhaupt nicht mehr gibt. Es gibt tatsächlich einen Anbieter, der keinen Bruchstückhandel anbietet. Okay. In Europa, ne, wo wir ja auch schon unsere Erfahrungen mit den Märkten gemacht haben, in Italien vor Ort und in Spanien, Frankreich, ist es weit verbreitet. Und wenn man jetzt keinen Bruchstückhandel halt anbietet, kann es sein, dass ich gar nicht zum Zug komme mit meiner Sparrate, klar, wenn halt, wenn es halt eben nicht passt. Also das fand ich dann doch schon sehr merkwürdig und bemerkenswert, dass es in Deutschland auf jeden Fall noch einen Anbieter gibt. Ja, die Banken haben halt oftmals echt technische, große technische Hürden zu überwinden bei dem Thema. Ja, weil das zieht sich ja nicht nur den Kauf, sondern was passiert dann mit der Dividende? Was passiert mit der Steuererklärung? Da muss ja dann auch für die 0,24 Aktie, wo du 1,36 Euro Dividende bekommst, das muss ja dann auch richtig im Dokument stehen. Also da hängt halt ein richtig langer Rattenschwanz mit dran. Und was ist, wenn ein Kunde dann wieder verkauft? Was passiert mit den Bruchstücken? Die kann man ja dann nicht an der Börse handeln. Die müssen dann also die Bank irgendwie selber wieder ins Buch nehmen sozusagen. Was passiert bei einem Depotübertrag? Also da gibt es so viele verschiedene Detailfragen. Was ist mit dem Stimmrecht an der Hauptversammlung zum Beispiel? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich kriegt man da halt nur für die vollen Stücke dann das Stimmrecht. Weil wenn ich jetzt 4,32 Siemens-Aktien habe, dann kann ich ja nicht, also kriege ich wahrscheinlich nur 4 Stimmrechte an der Hauptversammlung. Ja, vermutlich mal. Aber wie gesagt, das sind lauter so Kleinigkeiten. Das muss ja irgendwie technisch in der Bank abgewickelt werden und effizient abgewickelt werden. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung aus deren Sicht sozusagen. Ja, aber da kann man mal sehen, so was für ein Aufwand dahinter steckt und wie angenehm es dann halt aber doch für Anlegerinnen und Anleger dann halt ist. Ja, klar, total. Also das fand ich wirklich schon bemerkenswert. Ja, vor allem jetzt dann auch noch manche Anbieter gibt, die dann ab 1 Euro das Ganze machen. Ja, also ich sage mal, du hast eine Sparrate von 200 Euro. Jetzt übertreiben wir mal nicht, aber theoretisch könntest du in 200 Aktien jeden Monat 1 Euro ansparen. Ja. Irgendwie ist es pervers. Ja. Stimmt. Was haben wir noch? Bemerkenswert fand ich auf jeden Fall noch die Goldpreisentwicklung. Ja. Ich weiß nicht, Gold-Thema für dich? Ja, oder? Auf jeden Fall. Ich habe ganz viel Gold, ja. Habe ich aber auch nicht nur den Zehen, hoffe ich. Vielleicht bald demnächst, ja. Wir haben ja mal vor 3-4 Jahren strategisch gesagt, wir wollen einen gewissen Prozentsatz in unserem Gesamtvermögen Gold haben und haben das dann gekauft. Und da, ich muss gerade überlegen, ich glaube, wir haben da jetzt 27% plus auf diese Goldposition. Gut, also hat uns gefreut, als es gestiegen ist. Das wisst ihr noch nicht. Ich hatte ja mal in einem Video mein Portfolio gezeigt, hatte ich schon erwähnt, und da war noch ein Goldminen-ETF drin. Von dem hatte ich mich jetzt kürzlich verabschiedet, weil ich gedacht habe, ich reduziere das Risiko im Portfolio ein bisschen und lasse also unter dem Thema Aspekt Gold, und jetzt haben wir eben nur noch diese Gold-ETC im Bestand. Ja,
Die finde ich auch ganz, ganz klasse, weil es halt auch so niedrigschwellig ist, in Gold zu investieren. Ja. Wir haben uns jetzt im Heft auch diesem ganzen Gold-Hype dann nochmal gewidmet. Und mein Kollege und unser Kollege Thomas Brummer hat sich dann noch mit Vertreter von Hahn ETF getroffen, die den einzigen Gold-ETC anbieten, der ja, ESG-Kriterien halt erfüllt, weil natürlich ist ja so das Schürfen nach Rohstoffen, egal was es jetzt ist, ja, eine große Umweltsünde, machen wir uns nichts vor. Aber dort hat man dann noch ein Produkt am Start, was ja einen ESG-Filter dann davor hat. Und wir haben dann nochmal erfahren, warum es halt zu dieser Rallye gekommen ist und was jetzt so die Werttreiber sind. Natürlich ist es immer so, politische Krisen, geopolitische Krisen, davon haben wir leider Gottes sehr, sehr viele. Die Notenbanken haben wahrscheinlich gekauft. Ja, 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 total viel. Vor allen Dingen China. Also wir haben geopolitische Krisen, wir haben die Notenbanken, die halt auf den Plan treten. Und dann haben wir noch so diesen Proxy der lockeren Zinspolitik halt auch. Also dass man jetzt schon antizipiert, ja okay, es gibt Zinssenkungen, dann ja investiert doch jetzt in Gold. Jetzt fragen sich natürlich alle, okay, warum ist es denn bis jetzt gestiegen? Wir haben ja jetzt wieder hohe Zinsen, aber es ist wahrscheinlich noch eine Nachwirkung halt von Covid, als es dann eben zu sehr niedrigen Zinsen wieder kam und seither ist es gestiegen. Mhm. Und so die Werttreiber sind jetzt noch in Aktion. Mhm. Und ja, und gleichzeitig wollen wir so mit so ein paar Mythen halt auch aufräumen, weil es ist ja dann immer so, gibt's ja dieses Narrativ von der indischen Heiratssaison, die ja, glaube ich, so immer so gegen Ende des Jahres dann halt einsetzt. Und dann wird ja immer gesagt, ja, okay, wenn die indischen Bürger dort Gold kaufen und so, dann würde sich der Preis halt so bewegen. Das ist wohl eher zu vernachlässigen. Mhm. Und ja. Hast du Gold? Nein, muss ich aber Goldzähne. Noch auch nicht, aber mir ist letztens auch eine Krone rausgebrochen, also ich muss mich dem Thema so oder so bald mal stellen. Wieso hast du kein Gold zum Beispiel? Ich hatte es bisher immer so, ich habe es ja nicht so, ich habe, glaube ich, die Anlageklasse noch nicht so ganz durchdrungen und fand das dann auch so ein bisschen langweilig. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, ja gut, es geht ja auch darum zu diversifizieren und Werterhalt halt zu üben. Das ist ja das Alleinstellungsmerkmal ist jetzt viel gesagt, aber das ist ja natürlich der Selling Point halt von Gold. Und ja, das muss ich mir jetzt erst mal. Ich glaube, weil dieses Thema Gold im Portfolio mischen, das ist immer wieder eine Frage bei den Portfolio-Reviews, die ich mache. Ja, das sind ja meistens sind's immer Aktienportfolios, also ETF, über ETFs in der Regel bei uns ja. Und dann natürlich irgendwo vielleicht nochmal eine Anleihe oder so oder Tagesgeld. Also das sieht man, ja. Was ganz selten vorkommt, ist Rohstoffe insgesamt. Und dann kommt immer eigentlich die Frage, soll ich Gold beimischen? Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ein Thema wirklich von Menschen, die ein gewisses Vermögen haben und die halt irgendwann mal kippt es sozusagen. Ja, wir haben jetzt über Altersvorsorge gesprochen. Am Anfang ist es wichtig, spar an, bauen Vermögen auf, mach erstmal Aktien, ist wunderbar. Und irgendwann mal, wenn man konsequent investiert und spart, dann hat man halt einfach irgendwann mal, ich sage jetzt mal 1, 2, 300.000 Euro, da kann man ja fast gar nicht dran vorbeikommen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich 200, 300 Euro über mehrere Jahrzehnte spare, dann wird es so in diese Richtung kommen. Und dann, glaube ich, kommt irgendwann mal der Tipping Point, wo man sagt, kacke, ich will das nicht mehr verlieren. Ja, ja. Ich will das sicher haben. Ja, ja, absolut. Und dann kann man natürlich diversifizieren mit Anleihen. Da gibt es dann, hast du ja auch schon gesagt, inflationäre Tendenzen und so weiter bei den Staatsschulden. Und dann kommt man irgendwann mal wahrscheinlich zu dem Thema Rohstoffe Gold und versucht einfach, andere Anlageklassen damit dazu zu mischen. Ja. Ich muss noch eben kurz eine Anmerkung machen, denn ich habe nämlich, glaube ich, Unsinn erzählt. Es ist kein Gold-ETC von Hahn-ETF, es ist ein Gold-ETF und es sind natürlich Minenaktien drin. Und deswegen, dann ist ESG vorgeschaltet und dann werden natürlich dort Unternehmen halt rausgefiltert. Gut, okay, aber da kann man ja alles nachlesen. Unbedingt. Kein Thema. Genau, ja, ich meine, würde ich sagen, da ist doch wieder eine Menge drin und es könnte sozusagen ja ein nicht schöneres Schluss Licht sozusagen sein im Magazin, dass wir natürlich auch die EM im Magazin stattfinden. Selbstverständlich. Bist du schon bei unserem Tippspiel, bei unserem redaktionsinternen Tippspiel? Ja, ja, ich habe mich gestern Abend angemeldet. Sehr schön. Das weißt du noch nicht, ja. wir haben nämlich gestern Abend noch ganz kurz drüber nachgedacht, was könnte denn ein Preis sein? Also nochmal ganz kurz für euch, ja, das ist ein Tippspiel, Kick-Tipp, EM-Tippspiel innerhalb der Firma. Und dann war die Frage gestern, was für Preise gibt es denn für den ersten? Und ich habe gestern Abend gesagt, es gibt einen Tag Sonderurlaub für den
Gewinner des Spiels. Oh, das klingt hervorragend. Ja, genau. Also es lohnt sich, da mitzumachen und natürlich auch alle Mühe, sich zu geben, weil es winkt einen Tag Sonderurlaub. Hervorragend. Genau, für unsere Leserinnen und Leser winkt was anderes, denn wir haben die Fußball-EM so ein bisschen in unsere ETF-Welt geholt und haben halt so die beste Aufstellung dort mal herausdestilliert mit 11 ETFs. Ist so ein bisschen spaßiger Blick, aber wir haben natürlich auch geguckt, wer ist denn eigentlich ETF-Europameisterländerseitig, und da kommt ihr mit Sicherheit nicht drauf. Ich werde es aber nicht verraten, aber renditeseitig ist auf jeden Fall nicht Deutschland vorne, und ob Deutschland dann am Ende der EM vorne steht, das wage ich auch noch zu bezweifeln. Ja. Jens, danke. Gerne. Ja, also wir können euch nur bitten und auffordern, hier tatkräftig das formschöne Extra-Magazin zu kaufen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich danke dir und deinem Team, dass ihr wieder so ein tolles Magazin produziert habt. Danke. Mhm. Und bin schon sehr gespannt, wie es ankommt, und freue mich natürlich auf unseren nächsten Talk. Und du bist ja sowieso regelmäßig hier auf dem Kanal, ja, mit verschiedenen Interviews und so weiter, die du machst. Da kennt ihr den Jens ja eh schon her. Und ja, schön, dass du heute der erste Gast warst hier in unserem kleinen umgebauten Studio. Ja, danke schön, Bas. Ich bin gespannt, wer jetzt mein Nachfolger wird als Gast. Boah, weiß ich gar nicht genau. Bundestrainer vielleicht, man weiß es nicht. Nein, ich glaube, das nächste ist ein ETF-Anbieter. Ich glaube, das Thema aktive ETFs haben wir uns ja so ein bisschen jetzt auch auf die Fahne geschraubt, um da so ein bisschen mal Klarheit drüber zu machen. Ich glaube, das ist das nächste zum Thema aktive ETFs. Schön. Also Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen und kommentiert doch mal, wie ihr unser neues Studio findet. Das ist jetzt mal die Tagesaufgabe. Bitte Kommentare schreiben, wie ihr das Setting findet. Würde mich persönlich sehr interessieren. Jens freut sich auch. Also loslegen, genau. Und danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.